Heute einmal mehr hoher Besuch im Wiegelhofenhaus des Innerer Grasanzeigers. Ich begrüße ganz recht herzlich den Generalsekretär der CDU, Herr Peter Tauber. Für Sie gehört nach eigenen Angaben auch etwas Punk in die Politik. Also etwas Provokation und Rebellion. So übersetze ich mal Punk dann in dem Falle. Und nicht zuletzt waren Sie sogar mit in Ihrer Jugend Gitarrist in der Gruppe Papst hört Punk. Ja. Habe ich die Verhandlung. Wahrscheinlich findet das beim Papst aber noch eher Zustimmung als bei der Kanzlerin, dass da plötzlich Punk in die Politik soll. Sind Sie dann alle Einzelkämpfer in Berlin oder haben Sie noch ein paar Punk-Mitstreiter? Also zumindest kann man dem Heiligen Vater attestieren, dass er in seiner Kirche durchaus auch kritische Fragen stellt und für Veränderungen sorgt. Das sage ich auch als evangelischer Christ im Jahr der Reformation, verfolge ich das mit Aufmerksamkeit, weil ich glaube, dass die Ökumene wichtiger wird zwischen den beiden großen Kirchen. Beim Musikgespack ist es Gott sei Dank so, der ist verschieden. Ich glaube, Angela Merkel mag eher klassische Musik. Aber kann es denn nicht in der Tat sein, wenn man das mal Punk ein bisschen relativiert, dass in der Tat sich manch ein jüngerer Mensch auch durchaus mal andere Töne aus einer Regierung oder von mir aus auch aus einer Koalition wünschen würde, weil er das Gefühl hat, dass er damit irgendwo näher dran ist? Naja, also ich glaube, wenn man in Regierungsverantwortung ist, dann erwarten die Menschen vor allem, dass man Probleme löst, dass man auch Ruhe ausstrahlt, dass man die Dinge ernsthaft betrachtet. In sozialen Netzwerken ist das immer ein bisschen anders, da geht auch mal ein Augenzwinkern, da kann es auch mal zugespitzt und pointiert sein. Und da glaube ich, es ist in der Tat so, es war noch nie so leicht, mit Politikern, auch mit Kandidaten Kontakt aufzunehmen wie dieser Tage. Und dafür sind soziale Netzwerke ein gutes Instrument und da wird es ein bisschen lebendiger manchmal und auch ein bisschen konfrontativer, das kann schon sein. Wo sind Sie überall unterwegs, bei Facebook? Bei Facebook und bei Twitter, das sind so die, wo man mich am leichtesten erreicht. Ja, aber regelmäßig auch? Immer am Gucken? Auch regelmäßig. Ich gucke natürlich, wie Menschen kommentieren. Und zwar sowohl die große politische Weltlage, als auch die kleinen Dinge bei mir zu Hause, in meinem Wahlkreis. Das interessiert mich natürlich. Sie sind bekennender Fan von Lukas Offenbach und haben Star Wars-Figuren im Büro. Ist das ein bisschen Ihr ganz persönlicher Punk? Also da bin ich längst nicht so punkig wie die Iserlohner Stadtmusikanten. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, dieses legendäre YouTube-Video vor einem Jahr mit der Star Wars-Musik. Das ist mir übrigens noch in Erinnerung und auf dem Weg hierher wieder in Bewusstsein gekommen. Ja. Es war damals ja ein viraler Hit, wie man so schön sagt, im Internet. Also insofern, ja, ich mag Star Wars, aber ich glaube, das ist nicht nur für junge Leute, sondern für viele meiner Generation typisch, das sozusagen das moderne Epos, mit dem wir groß geworden sind. Und ich finde es nach wie vor eine tolle Geschichte, die man genießen kann. Manche sagen ja auch, da gibt es so Analogien zur Politik an manchen Stellen, das muss jeder sich selber überlegen. Naja, und Lukas Offenbach, also in der Tat, manche sagen, als Generalsekretär muss man leidensfähig sein. Das weiß ich nicht genau, aber was meinen Fußballverein betrifft, bin ich es. Bei Gesetzentfall, politisch kommt nochmal eine Veränderung. Ich mache immer ganz gerne so zum Schluss. Was wären Sie denn eigentlich gerne geworden? Weil Sie sind ja studierter Historiker. Wäre das auch der Traumberuf gewesen, wenn Sie nicht Politiker oder Berufspolitiker geworden wären? Oder sagen Sie heute mit dem Abstand, also ich könnte mir auch noch vorstellen, Kapitän auf der AIDA zu werden? Also ich glaube, als Seemann bin ich nicht so geeignet. Ich war auch bei der Bundeswehr eher beim Heer zu Hause. Okay. Ich bin Infanterieoffizier, das Wasser habe ich da gemieden. Ich laufe auch lieber, als dass ich schwimme, also insofern, nee, Kapitän auf hoher See wäre nichts für mich, aber meine eigentliche Profession der Geschichte, der bin ich schon nach wie vor verbunden und auch das könnte ich mir oder hätte ich mir sehr gut vorstellen können, weil natürlich auch gerade heute, wir haben am Anfang davon gesprochen, wie ändert sich die Welt und ich glaube einfach, um die Welt heute zu verstehen, muss man etwas über sie wissen, wie sie früher war. Und dafür brauchst du Historiker. Also ich glaube, mein Beruf ist wichtig in Zeiten wie diesen. Sie haben Kinder? Nein, noch nicht. Noch nicht? Sie möchten noch welche? Mal gucken. Wenn Sie welche hätten, würden Sie denen raten, noch Politiker zu werden? Nein, ich würde denen raten, das zu studieren oder zu lernen, was sie erfreut und ausfüllt. Und Politiker kann man nicht lernen, dafür wird man gewählt. Und man sollte einen vernünftigen Beruf haben. Ach, ich dachte, man wird als Politiker geboren. Aber das glaube ich nicht. Also der Fußballverein sucht sich den Fan aus. Also irgendwann haben die Kickers entschieden, dass ich zu ihnen gehöre. Das ist so. Aber in der Politik ist Gott sei Dank anders. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Restwahlkampf. Danke. Danke, dass Sie Zeit hatten.